Herzlich willkommen. Mein Name ist Hannah. Ich freue mich heute mit euch über das Thema Corporate Culture, insbesondere unter dem Aspekt Corporate Culture als Wettbewerbsvorteil der Zukunft reden zu können. Zwei kleine Sachen vorweg. Sollte es mir die Stimme verschlagen zwischendrin, bitte nicht persönlich nehmen. Das sind noch so die letzten Nachwirkungen einer Mandelentzündung, die mich die letzten Wochen etwas außer Gefecht gesetzt hat. Von daher entschuldigt ihr bitte, wenn ich zwischendurch mal einen Schluck trinken muss. Ansonsten, auf so Vorträgen ist ja immer so ein bisschen die Frage, bleibt mal beim Du, bleibt mal beim Sie. Ich habe mir da mal eine Idee der Kollegen in der Schweiz angeeignet, und zwar haben die Schweizer Kollegen das sogenannte Tages-Du. Das heißt, ich werde in meinem Vortrag euch duzen, Menschen duzen. Wenn ihr mich nach dem Vortrag immer noch mögt, können wir gerne beim Du bleiben. Wenn ihr mich nach dem Vortrag nicht mehr mögt, bin ich auch nicht böse, wenn ihr auf sie zurückwechseln wollt. Von daher, das dürft ihr euch gerne danach überlegen. Gut, ja, worüber wollen wir heute eigentlich reden? Ich bin der Meinung, dass bestimmt 85% der insbesondere größeren Unternehmen in Deutschland ihr Marketingkapital aktuell an der völlig falschen Stelle investieren. Und das möchte ich euch heute so ein bisschen erklären, warum ich der Meinung bin. Kurz, was machen wir heute? Worüber reden wir? Zum einen möchte ich gerne mit euch einen kurzen Überblick machen, was ich unter dem Thema Corporate Culture verstehe, was so meine Idee von der ganzen Geschichte ist, wie ich das Ganze angehe. Danach werden wir uns anschauen, welche Teile im Unternehmen denn überhaupt von Corporate Culture beeinflusst werden, was für Auswirkungen da sind. Ich werde einen ganz, ganz kurzen Exkurs zum Thema der Bewertung von Unternehmenskultur machen. Also wie könnt ihr das Ganze euch anschauen? Danach natürlich die entscheidende Frage, was ist denn jetzt der Wettbewerbsvorteil von dem Thema? Was gucken wir uns denn da eigentlich an? Und zum Schluss möchte ich euch auch einen kleinen Überblick darüber geben, wie ihr sie nutzen könnt, ein kleines Fazit dazu geben. Wenn ihr Fragen, Einwände oder Ähnliches habt, fühlt euch frei, sie gerne jederzeit zu stellen. Ich schaue, dass wir die dann wirklich direkt im Vortrag mit einbauen. Sollte ich das sowieso später irgendwann mal im Vortrag angebaut haben, dann werde ich euch das kurz mitteilen, dass wir da vielleicht später drauf eingehen. Gut, fangen wir an mit der Frage, was ist Corporate Culture eigentlich? Ich habe euch hier mal mit meinen sehr ausgeprägten künstlerischen Fähigkeiten einen Eisberg skizziert. Und ein Eisberg ist für mich auch das, was Corporate Culture im Unternehmen ist. Wir haben etwas, was wir nach außen hin sichtbar, fühlbar, wahrnehmbar, im blödsten Fall auch erlebbar haben. Das ist aber das, was nur wirklich die Spitze des Ganzen ist. Wir haben ganz viel, was unten drunter steht, was das Fundament dieses Eisbergs eigentlich bildet, worauf sich das Ganze etabliert und das Ganze bildet. Und das ist auch das, was Kultur in einem Unternehmen eigentlich ist. Das heißt, wir haben ganz viel, was nach außen sichtbar ist, wie wir uns außen präsentieren, sei es durch irgendwelche Kampagnen, sei es die Kommunikation mit unseren Kunden, Berichte und Ähnlichem. Aber das, was uns ausmacht, ist das, was man eigentlich nicht direkt sieht, unsere Kultur. Wir als Menschen kommen auf die Welt und werden von Beginn an, eigentlich sobald wir auf der Welt sind, von zwei verschiedenen Themen geprägt. Das sind zum einen unsere Gene und zum anderen ist es auch gleich eine Kultur. Um ein bisschen in der IT-Sprache zu bleiben, jeder von uns hat eine Hardware und hat eine Software. Hardware ist so das, was man eher schwer verändern kann, wo man eher guckt, dass man das nutzt, was man hat. Und Software ist immer das, was sich an die Bedürfnisse, an die Situation, aber auch an die Menschen, die uns umgeben, immer wieder anpassen. Sei es durch eine neue Version oder sei es auch durchs Einspielen einer komplett neuen Variante. Und so verhält es sich in meinen Augen auch mit der Kultur. Das heißt, wir kriegen als Babys im Umgang mit den Eltern, mit der Verwandtschaft schon erste Kulturansätze mit, haben aber dann auch im Laufe unserer Entwicklung immer unterschiedlichste Kulturen, die uns beeinflussen.
in der Schule, im Studium, der Umgang mit den Freunden, mit den Lehrern, später im Berufsleben, ganz viele unterschiedliche Kulturansätze, sei es durch die Kunden, sei es eventuell durch Dienstleister, aber natürlich insbesondere auch durch unsere Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten. In meinen Augen ist das, was wir mit Kultur haben, was wir durch die Kultur erleben können, ist das, was uns eigentlich überlebensfähig macht. Weil nur mit einer Kultur sind wir in der Lage, uns anzupassen. Ja? Das heißt, wenn wir immer so bleiben würden, wie wir in einer bestimmten Situation agieren, würden wir irgendwann an unsere Grenzen stoßen. Ich denke, einige von euch haben eventuell schon mal einen Jobwechsel hinter sich gebracht und hatten dort festgestellt, dass manche Verhaltensweisen, die in einer Firma super funktioniert haben, die dort eventuell auch gefordert waren, in einer anderen Firma gar nicht mehr funktioniert haben. Und das ist so die erste Anpassungsfähigkeit. Diese unterschiedlichen Kulturen, die ich eben erwähnt habe, werden in der Literatur auch als sogenannte Kulturkreise oder als Memes bezeichnet. Ein Meme ist immer ein eigenständiges und begreifbares Element. Das heißt, dieses Element kann aus ganz vielen einzelnen Elementen zusammengesetzt werden. Um das mal ein bisschen greifbarer zu machen, Beispiele für Memes sind Kommunikationskultur, die berühmt-berüchtigte Meetingkultur, aber auch so Themen wie eine Fehlerkultur. Ich möchte euch gerne mal zwei kurze Beispiele geben, wie denn Kultur überhaupt aussehen kann. Dafür möchte ich euch zwei Personen vorstellen. Die eine Person ist Carl Adventure. Carl sieht in den Social Media Portalen eine Anzeige einer Firma, die dort ihr Produkt bewirbt. Dieses Produkt ist beschrieben mit einer großen Nachhaltigkeit, Themen Social Responsibility. Carl ist ziemlich begeistert davon, informiert sich ein bisschen über das Unternehmen und stellt fest, dass sie auch Leute anstellen. Schreibt eine Initiativbewerbung hin, wird eingeladen, wird eingestellt. Direkt am Anfang in der Einarbeitung bekommt er einen Kollegen an die Seite gestellt, der ihn sowohl in die fachlichen Themen einarbeitet, als auch wirklich mit in das Unternehmen, in das Team mit einführt. Das heißt, er kommuniziert oder er stellt ihnen wichtige Personen vor, die für die Arbeit wichtig sind und baut ihn oder bringt ihn wirklich in das Team mit ein. Das heißt, Carl hat nach kurzer Zeit bereits schon die Möglichkeit, sich in der Firma frei zu bewegen. Viele Dokumente helfen ihm, seine Arbeit auch schon von Beginn an relativ autark zu machen. Fehler werden nicht geahndet, sondern er bekommt Unterstützung, um diese Fehler in Zukunft zu vermeiden. Person 1. Person 2 ist Dirk Ducker. Dirk sieht eine Stellenanzeige in der Tageszeitung, bewirbt sich, bekommt die Stelle, hat dann aber direkt das Problem an seinem ersten Arbeitstag, stellt er fest, es gibt niemanden, der ihn einarbeiten will. Die Kollegen sind alle sehr mürrisch, alle schlecht gelaunt, jeder ist auf seinen Job fokussiert, möchte eigentlich nur seins machen und Dirk steht da, hat Aufgaben auf dem Tisch liegen und weiß nicht, wie er sie machen soll. Fehler passieren, in der Situation denke ich nicht unverständlich und er muss gleich lernen, dass Fehler direkt vor versammelter Mannschaft auch geahndet werden, in Form vom Chef. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, was ist denn davon jetzt eine Kultur? Ich bin der Meinung, dummerweise sind beides Kulturen. Das heißt, Kultur heißt nicht immer zwangsweise, dass sie positiv ist, sondern Kultur kann auch etwas sein, was wir selbst als negativ empfinden. Das heißt aber, es liegt in unserer Verantwortung, eine Kultur zu schaffen, in der wir und unsere Kollegen gerne arbeiten möchten. Wie ihr eventuell anhand der beiden Personas gerade festgestellt habt, ist Kultur auch immer kontextbezogen. Das heißt, es hängt immer davon ab, in was für einem Umfeld ich mich bewege. Das heißt, eine Kultur, die in einem Unternehmen oder in einer Situation, muss noch nicht mal unternehmensübergreifend, sondern kann auch team- oder situationsübergreifend sein, funktioniert, heißt nicht, dass sie auch genauso in einer anderen Situation funktioniert. Ein gutes Beispiel, was ich dort immer habe, ist eine Kultur, eine Meetingkultur, die beispielsweise in einem kleinen Team funktioniert. Eine offene Kommunikation, eher so ein bisschen
informell gehalten, wird unter Umständen nicht in Meetings mit der Chefetage funktionieren. Das heißt, auch da muss man immer wieder schauen, dass man die Kultur wirklich an die Situation anpasst und sie darin entwickeln lässt, wo sie benötigt wird. Gut. Jetzt die Frage, wie beeinflusst Kultur denn überhaupt ein Unternehmen? Ich hoffe, dass ihr das halbwegs lesen könnt. Ich habe versucht, es... Genau, die, die hier vorne sitzen, haben es gut gemacht. Der Rest darf gerne aufrücken ansonsten. Ich habe mich da mal einer Idee aus China bedient. Und zwar seht ihr hier ein Tangramm. Ein Tangramm, es passt nicht ganz zusammen, weil ich die Klebepunkte leider nicht anders gekriegt habe, aber stellt euch vor, ein Tangramm sind unterschiedliche Teile, die ein Ganzes ergeben. Wir sehen hier als Ganzes ein Unternehmen. Ein Unternehmen wird durch ganz viele verschiedene Elemente aufgebaut. Sei es das Management, sei es Meetings, Kunden, Mitbewerber, aber auch eine Kommunikationskultur, sowas wie Sicherheitsbedürfnis und Ähnlichem. Ich muss gerade einmal die Hände frei rum, Sekunde. So, und jetzt haben wir den Fall. Vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir den Fall, dass etwas Neues, ein neuer Einfluss ins Unternehmen reinkommt. In dem Fall ein neuer Mitarbeiter. Was passiert jetzt? Ich kann ihn natürlich hier hinkleben, heißt aber, es fällt alles erstmal aus dem Rahmen, es passt nicht. Jetzt ist unsere Aufgabe, das Ganze wieder als ein Gesamtbild zusammenzubringen. So. Jetzt muss ich einmal ganz kurz basteln. Genau. Ein paar werden ihn kennen, denke ich. So. So, das Ganze geht weiter. Auch das Sicherheitsbedürfnis steht auf einmal auf dem Kopf. Das Management ist schon völlig verzweifelt und stürzt ab. Das wäre großartig, ja. So, und zwar das Management einmal. Genau, das war da. So, doch, genau, so. Das HR gerade hier oben. So, die Kunden müssen einmal dahin. Die Winkler. Ja, einfach. Genau. So. Das ist aber auch wirklich fummelig. Ja, ich, so. Es tut mir auch echt leid. Ich hatte eigentlich andere Klebepunkte dabei. So. So. Und wie ihr seht, schon nach ein bisschen Arbeit passt auch der neue Mitarbeiter ins Unternehmen. Wie ihr seht, es ist nicht einfach, es ist Arbeit. Man muss ein bisschen was dafür tun. Das Ganze funktioniert aber auch, wenn der Aufwand größer wird. Das heißt beispielsweise der Verkauf eines Unternehmensteils. Ja? Das heißt, wir können das hier jetzt wieder komplett umschieben. Ich bin begeistert, vielen Dank. Und zwar geht das Ganze so. Das muss einmal hier rüber. Das sollte jetzt hoffentlich besser gehen. Das muss alles einmal ein Stück nach da drüben. Genau, einfach eins nach drüben schieben. So. Und schon
passt auch der größere Teil mit rein. Ja, ihr seht, das Ganze ist immer viel Arbeit, aber es ist wichtig, dass alle Teile zusammenkommen. Und wie ihr seht, es gibt ganz unterschiedliche Elemente in unterschiedlicher Größe und in unterschiedlicher Ausprägung. Sei es eher so die geraden, strikten Teile oder auch die, die eventuell ein bisschen verwinkelter sind. All das hat Einfluss auf eure Unternehmenskultur. Das heißt, wenn ihr Unternehmenskultur betrachtet, schaut immer das Gesamte an. Schaut immer, welche Einflüsse gerade in der aktuellen Situation mit euch interagieren. Das sind die, die auch eure Unternehmenskultur beeinflussen. Gut, als nächstes die Frage, wie bewertet man denn das Ganze? Jack Welch, damals CEO von General Electric, hat ein Zitat gebracht, was mir sehr gut gefällt und was das Ganze auch, denke ich, gut beschreibt. Er sagt, if the rate of change outside exceeds the rate of change inside, the end is in sight. Das heißt, wenn euch die Außenwelt überholt mit den Veränderungen, die stattfinden, habt ihr auf kurz oder lange Sicht gesehen ein Problem. Gut, die Frage, wie bewerte ich das Ganze jetzt? Wie schaue ich mir das Ganze an? Grundlage von einer Bewertung einer Kultur ist immer, dass ihr euch erstmal eurer Prozesse bewusst seid. Dass ihr euch anschaut, wie interagiert ihr miteinander? Warum interagiert ihr miteinander? Diese Analyse baut ihr dann im zweiten Schritt auf, indem ihr euch erstmal Kulturmuster sichtbar macht. Dieses Kulturmuster sichtbar machen ist ein ganz essentieller Punkt in der Bewertung des Ganzen, weil nur dann seid ihr in der Lage, überhaupt zu verstehen, was passiert eigentlich gerade. Um diese Kulturmuster sichtbar zu machen, gibt es verschiedene Methoden. Ich will euch heute nur ganz kurz mal einen Einblick in das Thema Cultural Map geben. Ich habe gesehen, dass da heute Nachmittag die Kollegen von Quäntchen und Glück einen Vortrag zu halten. Von daher werde ich das auch nur ganz kurz anreißen. Die Kollegen sind da deutlich fitter drin. Die haben dort für euch einen kompletten Workshop vorbereitet, für die, die es interessiert. Zu dem Thema Cultural Map. Mitarbeiter und Sicherheitsbedürfnis ist abgestürzt. Das ist kein gutes Omen. Die Cultural Map. Cultural Map ist eine Methode, um wirklich mal eine Idee dafür zu kriegen, wie sieht denn überhaupt meine Kultur aus. Ich hatte es vorhin ja schon kurz angedeutet, es ist wichtig, dass ihr euch bei der Beobachtung oder bei der Analyse eurer Kultur einen bestimmten Kontext raussucht. Ja? Das heißt, es macht wenig Sinn, eine Bewertung gleich für das komplette Unternehmen vorzunehmen, sondern analysiert beispielsweise zunächst erstmal, wie sieht denn meine Kommunikationskultur in meinem Team aus und baut daraufhin das Ganze aus. Bei der Cultural Map ist es so, es gibt 7 Hexagone. Die Hexagone stehen für unterschiedliche Merkmale einer Kultur. Das heißt, das können zum Beispiel so Themen sein wie Sicherheitsbedürfnis, das können aber auch so Sachen sein wie Innovationsfreudigkeit und Ähnlichem. Was da drin steht, das unterscheidet sich immer so ein bisschen, wessen Buch ihr lest. Ja, da gibt's leichte Abweichungen immer mal wieder. Ihr seht, ich habe die Hexagone in einer bestimmten Art und Weise angezeichnet. Wir haben einmal eine Y-Achse nach oben gehend. Diese Y-Achse definiert eine sogenannte kulturelle Evolution. Das heißt, diese Merkmale bauen aufeinander auf. Das heißt, die sind im Laufe der Zeit, haben die sich entwickelt. Ja, wenn man überlegt, bestimmte Werkzeuge haben sich über Jahrtausende hinweg nicht verändert, beispielsweise ein Hammer. Aber so Themen wie ein Umgang mit Social Media hatten wir, glaube ich, schon vor 20 Jahren noch nicht. Das sind Sachen, die sich entwickeln.
die Kulturbedürfnisse, die dahinterstehen. Das zweite ist die Ausprägung entlang der X-Achse. Auch da gibt es zwei Definitionen für. Es gibt auf der rechten Seite sind eher die Merkmale, die Werte, die eher gruppen- bzw. systemorientiert sind. Und auf der linken Seite sind eher so diese ich-bezogenen Themen. Das heißt, bin ich engagiert, möchte ich vorankommen oder möchte ich, dass das Team erfolgreich ist? Und je nachdem, für das Ganze gibt es dann einen Fragebogen. Der Fragebogen hat dann in der Auswertung, ergibt sich, dass einzelne dieser Merkmale eine unterschiedliche Gewichtung bekommen. Das heißt, in dieser Map werden die dann größer dargestellt. Und aufgrund dieser größeren Darstellung bekommt ihr dann eine Idee dafür, was denn in eurer Kultur besonders wichtig ist und besonders herausfordernd ist. Genau, also es gibt beispielsweise Kulturen, die ein sehr starkes Sicherheitsbedürfnis haben. Ich hatte ja vorhin schon mal diese beiden Unterschiede zwischen Forschung und Entwicklung und sehr beliebt immer, weil es deutlich ist, die Rechtsabteilung. Das Team für Forschung und Entwicklung wird einen sehr hohen zukunftsorientierten Block hier drin haben, während die Meetingkultur bei der Rechtsabteilung eher in dem Bereich Sicherheitsbedürfnis angesiedelt ist. Nee, da steht dann drin beispielsweise Sicherheitsbedürfnis. Also wir können das auch gerne mal gerade machen. Und dann hier, der tauschen wir gleich mal aus. Also wir haben in einem drin stehen Sicherheit und wir haben im anderen drin stehen Zukunftsorientiertheit. Und je nachdem, was jetzt aufgrund dieses Fragebogens wichtiger ist, wächst dieser Bubble an. Irgendwo störe ich euch gerade. Genau. Dieses Bild ist immer nur etwas, was eine Situation, einen aktuellen Punkt. Gut, dann tauschen wir gerade. Ich hoffe, ihr hört mich damit. Ja? Okay. Genau. Dieses Bild gibt euch immer einen Einblick in die aktuelle Situation. Das heißt, das kann sich auch im Laufe der Zeit regelmäßig wieder ändern. Ja, und wie ich es ja auch gerade schon erwähnt hatte, es ist ganz wichtig, dass ihr euch anschaut, in was für einer Situation seid ihr eigentlich gerade. In was für einem Umfeld bewegt ihr euch und was genau wollt ihr eigentlich analysieren. Ganz wichtig dabei ist auch, diese ganz klaren Grenzen helfen nicht immer. Das heißt, ihr müsst schauen, dass ihr auch so ein bisschen Unschärfen zulasst. Ja, kann sich das vorstellen, wenn ich so vor einem Bild stehe, dann sehe ich deutlich weniger, als wenn ich es so habe. Wenn ich es so vor mich halte, sehe ich zu viel drumherum. Das heißt, man muss immer so ein bisschen gucken, dass man den nötigen Abstand, aber auch die nötige Abgrenzung dazu findet, wenn man das Ganze macht. Ich hatte jetzt eben hier erwähnt, dass es unterschiedliche Gewichtungen geben kann. Diese Gewichtungen sind nicht per se gut oder schlecht. Das heißt, ein hohes Sicherheitsbedürfnis ist nicht grundlegend schlecht oder grundlegend gut. Es hängt wirklich immer davon ab, in was für einem Umfeld, in was für eine Situation und mit welchem Hintergrund ihr das Ganze betrachtet. Gut, gibt es soweit gerade Fragen zu der Cultural Map? War, wie gesagt, nur ein kurzer Einblick. Der Kollege nachher um 15 Uhr kann euch da, glaube ich, einen ganz tiefen Einblick reingeben. Gut, dann würde ich jetzt gerne mit euch zu dem Thema kommen, warum ich denn eigentlich der Meinung bin, dass das Thema als Wettbewerbsvorteil der Zukunft gilt. Und zwar sind mir im Laufe auch diverser Vorträge, die ich jetzt in den letzten 2 Tagen schon hören durfte, viele Begriffe aufgefallen oder viele Themen aufgefallen, die da mit reinbringen. Wir haben jetzt ganz oft erlebt, dass auch große Unternehmen, die in der Öffentlichkeit als stark und stabil angesehen werden,
nicht immer die sind, die wirklich erfolgreich sind. Ich denke, wir haben es gerade heute Morgen auch bei der Keynote festgestellt, auch ein Unternehmen wie die DB Sissel hat die Notwendigkeit gesehen, dass sie irgendwas machen müssen. Und zwar, bevor sie wirklich in die Petrouille kommen. Das heißt, in meinen Augen ist eine gesunde und starke Kultur immer etwas, was uns zukunftsorientiert arbeiten lässt. Das heißt, mit einer gesunden und starken Kultur sind wir immer in der Lage, flexibel, bedarfsgerecht auf Themen eingehen zu können. Ja? In meinen Augen bedeutet stark, denn nicht immer auch, dass sie die Fittesten sind. Ja, wir hatten ja auch ganz oft jetzt schon immer mal den Satz fallen gelassen, warum kriegen es denn kleine Startups hin, so erfolgreich zu sein, wenn es die großen Firmen nicht schaffen? Ja? Und auch das spiegelt sich, denke ich, einfach. Die wissen, was sie möchten, wo sie hinwollen und haben eine klare Kultur bei sich im Unternehmen. Andere Punkte sind, wir haben durch eine gesunde und stabile Unternehmenskultur auch eine erhöhte Effizienz. Ich habe vorhin die beiden Beispiele der Personen gebracht, die neu in ein Unternehmen reinkommen. Ich denke, es ist relativ nachvollziehbar, dass jemand, der eine gute Grundlage durch die Kollegen mitbekommt, von vornherein deutlich effektiver und schneller ans Arbeiten kommt. Das ist nur eine Idee. Eine andere Idee ist die Auswahl beispielsweise eines Dienstleisters. Wenn ich weiß, was mein Wert ist, ich den nach draußen vermittle, spreche ich automatisch auch die Leute an, die diesen Werten gerne folgen möchten. Das heißt, man umgibt sich immer mit den Leuten, die ein ähnliches Mindset haben. Wenn ich weiß, dass dieses Mindset meinem entspricht, verschwende ich nicht so viele Ressourcen darauf, zu gucken, ob man überhaupt zusammenpasst. Ja. Beliebtes Beispiel, was ich aus dem Bekanntenkreis mitbekommen habe, ist, ein Einkäufer ist bei der Auswahl eines Dienstleisters. Der Dienstleister ist dafür bekannt, dass er doch gerne mal die Hand aufhält, um den Prozess ein bisschen zu beschleunigen. Der Einkäufer sagt nein, macht er nicht. Wenn ich weiß, dass dieser Dienstleister völlig gegen meine Werte geht und etwas propagiert, womit ich nicht leben kann, womit ich nicht leben will, werde ich in Zukunft nicht mehr ansprechen. Das heißt, ich spare mir die Ressource, ich spare mir den Aufwand, um zu gucken, ob man überhaupt miteinander zusammenarbeiten kann. Und ich denke, das geht auch ähnlich weiter, wenn wir uns das Thema Personal anschauen. Das heißt, wenn wir neue Bewerber ins Unternehmen reinbringen. Ich denke, ihr alle kennt Seibert Media so als Unternehmen. Hier wird sich nie jemand bewerben, der gerne nach Schema F arbeitet und ganz viele Checklisten und eigentlich noch richtig klassisch unterwegs sein möchte. Einfach weil dieses Unternehmen auch seine Werte so klar nach draußen präsentiert und zeigt, was es möchte. Auch damit kann ich für mich einen Bewerberprozess beschleunigen, weil ich klar bin, dass die Bewerber, die sich bei mir bewerben, auch wirklich die sind, die ins Unternehmen passen. Da hilft eine klare Kommunikation. Ja, ich hatte es gerade schon angesprochen mit den Bewerbern. Durch eine klar kommunizierte Unternehmenskultur steigere ich auch grundsätzlich meine Attraktivität nach draußen. Ich weiß nicht, wie viele von euch kennen denn die Eismarke Ben & Jerry's? Warum kennt ihr sie? Genau, sie sind immer im Kino in der Werbung. Was hast du im Kopf, wenn du an die Werbung denkst? Was habe ich im Kopf? Also es sind schon irgendwie bunte Bildchen, die da über die Wiese hüpfen, relativ modernes Bild und irgendwie sehr omnipräsent und präsentieren für mich auch irgendwie neue Ideen und Innovationen. Mhm. Noch jemand eine Idee zu Ben & Jerry's? Für mich haben sie eine starke Marke, weil sie sie verkaufen nicht nur Eis, sondern sie verkaufen eine Idee. Ich denke immer als erstes an eine Sache. In Australien darf man nicht zwei Kugeln Ben & Jerry's von der gleichen Sorte kaufen, weil die gleichgeschlechtliche Ehe verboten ist. So, also sie haben nicht nur ein Produkt, sondern sie haben auch eine Haltung, die man quasi damit auch kauft. Hm. Und, oder eine Kultur, die man kauft, wenn man sich von denen eine Tube Eis kauft oder ein Bällchen oder irgendwie sowas.
Daran denke ich. Mhm. Weitere Ideen? Waren die auch nicht sehr früh schon dabei, biologisch zu produzieren? Genau. Ihr zwei habt ganz besonders auf den Punkt gebracht, wofür Ben & Jerry's wirklich steht. Ben & Jerry's sagt, sie wollen Eis produzieren, aber sie wollen Eis produzieren, weil sie beispielsweise das Thema Nachhaltigkeit, Werte, Gleichberechtigung draußen in der Kultur, also in der Gesellschaft durch ein Massenprodukt verbreiten wollen. Das sind Themen, dir fällt's auf. Ich vermute, weil du einen ähnlichen Wert mit vertrittst und sagst, da stehst du zu. Und das ist das, was ein Unternehmen unter Umständen auch erfolgreich macht. Ben & Jerry's wird nie gegen eine Marke wie Langnese ankommen. Außer sie kriegen wirklich ihren USP. Und ihr USP ist in dem Fall ihre Unternehmenskultur. Ein anderer Punkt, warum ich der Meinung bin, dass Unternehmenskultur wirklich so hoch ist, ist, dass es der einzige nachhaltige Aspekt ist, der in der vollen Kontrolle eines Unternehmens steht und immer und ausschließlich in der Kontrolle des Unternehmens. Das heißt, ihr werdet keinen anderen Wettbewerbsvorteil haben, den ihr so beeinflussen könnt wie eure Kultur. Und das ist für mich einer der stärksten Argumente, warum ich sage, das möchte ich haben. Ich kann es komplett selbst beeinflussen, welche Kultur, welches Außenbild, welche Mitarbeiter, welche Kunden, welche Dienstleister ich habe durch meine Unternehmenskultur. Ich sehe, es gibt ein paar kritische Blicke zu der Aussage. In der Tat, aber es ist nachhaltig. Weil etwas, was ihr in der Kontrolle habt, kann euch so schnell keiner wegnehmen. Ja, wenn ihr stark dahinter steht, wenn ihr wirklich das Ganze in der kompletten Firma lebt und jeden, der neu mit hinzukommt, integriert in das Ganze, ist es etwas, was nachhaltig und lange besteht. Ja, ich denke, man sieht das ja oft auch, gerade bei diesen ganz großen Konzernen, wenn da der CEO wechselt, die Kultur, die ein Unternehmen hat, ändert sich nicht nur, weil da der CEO schnell wechselt. Gerade einmal kurz aus dem Mikro leider waren. Ja, das ist auch der Punkt, den ich meinte. Also wenn ich meinen Wettbewerbsvorteil verändern möchte und ich dadurch meine Kultur verändern möchte, das geht halt eben nicht von heute auf morgen. Ja? Sondern da brauche ich, ja, man sagt so, eine Generation von Mitarbeitern. Das stimmt. Das ist in Anführungszeichen der Nachteil. Haben wir hier noch eine Wortmeldung? Trifft es auch innerhalb eines Unternehmens, also wenn man jetzt in einem Großkonzern ist, dass man sagt, ein Standort könnte eine eigene Kultur haben, die einen innerhalb des Konzerns voranbringt? Ja. Oder ist es sozusagen nachteilig eigentlich? Es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie die Kultur aussieht. Also ich kann dort auch ein Beispiel wirklich aus meiner eigenen Erfahrung bringen. Ich habe damals während dem Studium schon angefangen, in einem großen Pharmakonzern zu arbeiten, in der IT-Abteilung. Wir waren damals nur 3 Leute und hatten die Aufgabe, die Webseiten des Konzerns zu betreuen. Wir haben damals unsere Aufgaben noch, wie man es kennt, schön in Excel-Dateien abgelegt. Und mein Chef hat damals gesagt, nein, er möchte gerne agil arbeiten. War für ihn relativ einfach. Ein 3-köpfiges Team, was einfach keine Struktur vorher hatte, kriegt man relativ schnell rein. Und wir haben in dem Sinn, wir waren zum Schluss, als ich aufgehört habe, in der Abteilung 20 Leute, die alle komplett agil gearbeitet haben. Als ich gegangen bin, das waren 8 Jahre, um diese Gesamtgruppe aufzubauen, als ich gegangen bin, hatten wir die ersten 5 Kunden, die mit uns zusammen agil gearbeitet haben. Das war in diesem Großkonzern ein absolutes Novum. Es gab es nie, dass dieses Unternehmen bei der Entwicklung agil mit einem Kunden in Form von Sprints etc. zusammengearbeitet hat. Ich habe jetzt, das ist jetzt 2 Jahre her, dass ich das Unternehmen verlassen habe, ich habe jetzt gerade aktuell von einem ehemaligen Kollegen gehört, dass die ersten 5 Abteilungen auf komplett agile Projektmanagement-Methoden umgestiegen sind und das eigene PMO dieses Konzerns die agile Herangehensweise integriert hat und das eigene Projektmanagement, die eine Methode, die sie damals noch klassisch entwickelt haben, komplett umgeschrieben haben auf agil. Und das nur,
weil kleine Teams es vorgemacht haben und vorgelebt haben. Also ja, ich bin schon der Meinung, dass das auch wirklich für kleine Themen gilt und dass wir auch da wirklich den Vorteil herausbringen können. Wie gesagt, es war ein Zeitraum von mehreren Jahren. Wir reden über diverse Jahre. Wir haben es damals nie groß propagiert. Wir haben einfach gemacht. Ja. Das bringt mich auch eigentlich schon so ein bisschen zum Ende. Gerade einmal gucken. Ja, das passt auch. Die Frage jetzt, was könnt ihr denn eigentlich machen? Sehe. Kann ein paar Zettel überspringen. Was könnt ihr denn eigentlich machen, um das jetzt für euch umzusetzen? Was könnt ihr damit machen? Ich habe es eben schon mal kurz angesprochen. Seid Vorbilder. Überlegt euch, was ihr machen möchtet. Habt eine klare Idee dahinter und habt für euch eine klare Linie. Vorbilder sein heißt aber nicht, dass ihr ganz strikt euren Weg geht, sondern seid immer auch offen für Einflüsse von außen. Weil eine Kultur, die Entwicklung einer Kultur, ist nie eine Einbahnstraße. Das heißt, auch das, was ich euch jetzt erzähle, ist etwas, was ihr hoffentlich mitnehmt. Aber auch das, was ich von euch als Feedback bekommen habe, schon während dem Vortrag, ist etwas, was ich für mich wieder mitnehmen kann. Und genau so funktioniert eine Kulturentwicklung. Das heißt, wir haben immer eine Übertragung von unterschiedlichen Werten basierend auf der Situation heraus. Das heißt, seid offen, nehmt es mit, nehmt es an und lebt es gut vor. Das ist eine Idee, die ich euch gerne geben möchte. Genauso nehmt auch Gegensätzliches an. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass es immer gut ist, sich mit Leuten zu umgeben, die ein ähnliches Mindset haben, wie man selbst. Daran wächst man. Das ist immer das, was man sich als erstes auf die Fahne schreiben sollte. Aber genauso macht es auch, dass ihr euch mal Meinungen anhört, Ideen anhört, die eventuell auf den ersten Blick völlig kontrovers zu dem laufen, wie ihr agieren würdet. Dann habt ihr nämlich immer wieder neuen Input, kriegt neue Ideen und seid offen. Ja, ich sehe schon hier vorne die Ersten, die feststellen, dass das gut ist. Genau, weil nur so habt ihr dann auch wirklich immer wieder die Möglichkeit, auch mal zu reflektieren. Denn nur wer offen ist, ist immer flexibel und kann bedarfsgerecht reagieren an der Stelle. Ansonsten habe ich noch, dass ihr wirklich auch offen für Interaktionen bleibt, denn Kultur ist in erster Linie immer die Interaktion zwischen verschiedenen Partnern. Gerd Hofstede hat noch ein Zitat gebracht. Kultur ist die Programmierung eines Geistes, die ihn von anderen unterscheidet. Ja. Das heißt, interagiert miteinander und lasst euch von anderen programmieren. Und zum Abschluss, habt Mut. Kulturentwicklung ist ein ganz großes Thema, bei dem ihr ganz viel Mut braucht. Deswegen habt Mut und lebt es. Bis dann, vielen Dank fürs Zuhören. So kurz zum Abschluss, damit ihr vielleicht überhaupt wisst, mit wem ihr hier zu tun habt, weil ich vorhin die Einleitung ausgelassen habe. Mein Name ist Hanna, ich bin 33 Jahre alt. Ich arbeite offiziell im Hauptjob als Requirements Engineer in einem großen IG Metall-Betrieb in Bayern und bin in der zweiten Rolle Product Owner durch die Einführung von Confluence und Jira bei uns im Unternehmen. Das heißt, ich befasse mich ganz stark mit dem Thema, einem ganz klassischen alten Betrieb neue Methoden beizubringen. Dankeschön. Ja, also auch da als Idee noch, weil es vorhin kam, auch hier ist es so, ich fange in kleinen Teams an und wir haben innerhalb eines Jahres fast 2000 Confluence-User dazu gewonnen. Also nur dadurch, dass kleine Teams gesagt haben, sie wollen und sie möchten mitmachen. Von daher, habt den Mut. Geht raus.
Prima. Vielen, vielen Dank für euer Zuhören. Wenn noch Fragen sind, gerne jederzeit einfach melden. Ich stehe immer für eine Diskussion oder eine Anregung zur Verfügung. Prima. Dankeschön.